Hey, hallo Leute, Freunde und alle, die es noch werden wollen, willkommen. Ja, meine Lieben, was soll ich sagen? Es ist viel Zeit vergangen. Das letzte Konsolenvideo, auch Handheld-Video, ja, das ist so lang schon zurück. Wochen, mindestens, Monate, auch schon ein paar. Ich könnte jetzt aus dem Stegreif raus gar nicht sagen, wie lang. Ich weiß es tatsächlich wirklich nicht. Ja, es ist einfach der Zeit geschuldet. Tut mir leid, ich finde es schade, weil ich mache die Videos sehr gerne. Ich glaube, ihr genießt die auch einigermaßen gut, ne? Weil ist halt mal was anderes als Neuzugänge. Und vor allem, es ist ja auch noch ein bisschen was, was ich euch an Konsolen zeigen kann, Gott sei Dank, und auch möchte, zum Glück. Ja, und jetzt ist es eben wieder soweit. Jetzt schiebt sich dieses schöne Video hier rein. Es geht heute wieder um stationäre Konsolen, also um keine Handhelds. Ich verspreche es nicht, weil ich es tatsächlich nicht sicher halten kann, aber ich versuche im Monat Juli vielleicht sogar noch ein Video zu bringen, das dann vielleicht spätestens Anfang August auch kommt, also quasi so unmittelbar vor oder nach den Neuzugängen, je nachdem. Aber gut, genug gequatscht. Für alle, die das erste Mal eingeschaltet haben, es ist im Grunde genommen wieder dasselbe Prozedere. Also meine Frau, die trägt die Konsole ins Bild. Und ich weiß nicht, was da kommt, weil so ein kleiner Überraschungseffekt, das finde ich eigentlich auch für mich ganz gut und interessant, um mich halt eben nicht vorbereiten zu können. Und ja, dann wird sie die Konsole wahrscheinlich noch ein bisschen so bewegen in der Kamera, weil ich da tatsächlich jetzt durch die Umstellung hier nicht ganz rankomme, um euch dann eventuell halt auch nochmal eine Rückseite zu zeigen oder gewisse, ja, wie soll ich sagen, Erkennungsmerkmale hinten an einer OVP, ne? Also, oder gewisse Ausschnitte von irgendwelchen Spielen. Oder, ja, ist ja auch egal. Ich meine, manche OVPs bieten gar nichts, da gibt es durchaus einige, und manche bieten halt richtig viel Bild. Qualität hinten, aber das werdet ihr dann schon sehen. Ja, das ist das Ganze, was da heute euch so erwartet. Es sind 10 Konsolen, dann ist Schluss, ja, damit ich ungefähr so mein angepeiltes Zeitfenster erreiche. Und bevor ich jetzt noch länger quatsche, lasst uns mal anfangen und ich lasse mich mal überraschen, was da jetzt als erstes kommt. Okay, so, dann haben, okay, ich sehe es schon. Da haben wir eine Atari Jaguar, genau, stell die mal da so hin. Da sieht man jetzt schon oben links im Eck, das ist die US-Version, ist aber im Grunde genommen egal, weil US und PAL ist eigentlich gleich. Da ja, es auch keine Regionabfrage gibt, also sprich das Spiel, egal wo es herkommt, läuft immer. Wir können ja das Ganze mal ganz kurz umdrehen, weil da kann ich später dann auch noch was dazu sagen. Genau, da sehen wir tatsächlich ein bisschen was. Ja, ist ein bisschen klein, aber müsste gehen. Ein bisschen was kann man auf jeden Fall sehen. Also die Jaguar-Konsole an sich, ne, für die Leute, die sie tatsächlich nicht kennen, ich finde, die hat eigentlich eine relativ hübsche Form. Ja, seht ihr ja da oben links im Bild. Ihr seht da so einen runden Kreis vor dem Jaguar-Modul. Das ist tatsächlich gewollt so, weil da wird nämlich die Jaguar-CD-Unit eingesetzt. Aber das ist ein anderes Thema, darauf möchte ich jetzt gar nicht kommen. Ich habe es gerade angesprochen, PAL, US ist im Grunde genommen das Gleiche. So. In Japan gibt es einen Jaguar so gesehen eigentlich nicht. Also mir wäre da nichts bekannt, dass der da irgendwie in eigener Auflage oder so erschienen wäre, ist aber auch nicht wichtig, weil, ja, wie es halt leider so ist, der Jaguar ist jetzt auch eine Konsole, die nicht sonderlich erfolgreich war, war im Grunde genommen auch Ataris letztes Gerät, kam allerdings schon, ne, da mag der ein oder andere überrascht sein, kam schon 94, ne, also zumindest in der EU, USA, ich weiß es jetzt nicht 100%, aber ähnlicher Zeitraum, ne. Und vielleicht auch noch so ein Fun Fact ist es eigentlich nicht, aber ganz interessant zu wissen, auch wenn es nichts zur Sache tut. Ihr müsst eventuell nur auf die Netzteilspannung achten. Bei einer PAL-Konsole, ja, wenn ihr jetzt mal irgendwo eine Konsole findet, meinetwegen am Flohmarkt oder so, und ihr wisst nicht so recht, was ist denn das eigentlich? Grünes Lämpchen, also vorne, ne? Also vorne hier auf dem Punkt, wo ihr seht, ne? Vor dem roten Punkt, da ist so ein Lämpchen, leuchtet das grün, dann habt ihr eine PAL-Konsole, leuchtet die Lampe rot, habt ihr eine US-Konsole. Nur so nebenbei. Ne? Aber wenn ich mich nicht komplett verhaue, ich bin kein Elektronikexperte, ich sammle nur Konsolen, ne? Aber der Rest, da habe ich nicht so viel mit zu tun. Fakt auf jeden Fall, ich würde jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, ob ihr jetzt ein PAL-Netzteil an einer US-Konsole verwenden könnt, ich weiß es nicht.
Also ich benutze tatsächlich immer, weil es kein Problem darstellt, meine Spannungswandler mit 75 Watt, ne? Aber nur so viel dazu, müsstet ihr halt eventuell nochmal googeln. Ihr seht es an dem Lämpchen zumindest, was ihr für eine Konsole habt. Was auch ganz interessant ist, ist eigentlich bei der Jaguar, dass das scheinbar wirklich eine Konsole ist mit dem größten Lagerbestand an nicht verkauften Geräten. Also da gab es wirklich nichts anderes, wo da in den Lagern sich so aufgetürmt hat. Und das war auch mit der Grund, zumindest bevor halt dann wirklich alle auf den Zug aufgesprungen sind, dass man Jaguar-Konsolen noch lange übers Jahr 2000, 2005, 2010 und sogar noch länger neu ohne Probleme kaufen konnte. Ja? Also da gab es, ich möchte jetzt keine Namen nennen, um keine Schleichwerbung zu betreiben, aber da gab es einige deutsche Händler zum Beispiel, ne, die das wirklich über Jahrzehnte fast verkauft haben als Neuware und auch immer noch verkaufen. Die Konsolen sind durch, keine Frage, aber die Spiele, die gibt es halt noch in Sealed, ne? Wobei man da wieder aufpassen muss wegen der Folie, dass es die zusammenzieht, aber das ist ein anderes Thema. Der Jaguar ist aber auch noch eine der Konsolen, die meiner Meinung nach mit am stärksten unterstützt wird von der ganzen Homebrew-Schiene. Also Namen wie Telegames, Songbird und so weiter, das sind so Firmen, die haben auch schon zu Lebzeiten des Jaguar Spiele produziert. Da kommen aber jetzt sogar teilweise noch Spiele. Über Atari Age kommen Spiele. Also es wird so viel für die Konsole noch umgesetzt. Ich kenne echt keinen größeren Homebrew-Markt wie beim Atari Jaguar. Und das ist richtig cool, weil es mittlerweile, und das sind gute Spiele, schon fast mehr Homebrew-Spiele gibt als Originalveröffentlichungen. Das muss man erstmal wirklich sacken lassen. Ja. Zuletzt möchte ich noch sagen, weil es ein interessanter Punkt ist, der Controller da unten rechts, den ihr seht, ne, der ja wirklich extrem komisch aussieht und unhandlich ist, ja, ist er meiner Meinung auch, ne? Ist er einfach, da brauchen wir uns ja nichts vormachen. Da kann man halt auf diese Tasten, ne, auf dieses Druckfeld mit den schwarzen Knöpfen, kann man so Controller-Schablonen einsetzen. Und dadurch kann man dann halt auch sehen, welche Taste für was da ist. Ne, die sind natürlich nicht alle belegt in jedem Spiel, aber ist eine interessante Sache. Wenn man das Ganze ein bisschen vereinfachen möchte, gibt es dann auch noch so Pro-Pads und irgendwelche Spezialcontroller, die sind dann teilweise wirklich, ja, optisch etwas anders, sind ein bisschen ergonomischer geformt. Oder der Pro-Pad ist zum Beispiel weiß, aber die sind tatsächlich in eher geringen Stückzahlen am Markt vertreten. Aber gut, lange Rede, kurzer Sinn. Ja, zum Jaguar, ihr seht, da kann ich wirklich viel erzählen, weil die gehört definitiv nach wie vor noch zu meinen Lieblingskonsolen. Wenn ihr das Ding irgendwo kriegen könnt, CD könnt ihr weglassen, muss nicht sein, aber holt euch das Teil. Wirklich, Jaguar, echt tolle Konsole und 64-Bit, ne? Schon 1994. Ja, war der Konkurrenz halt ein bisschen voraus. Aber gut, dann tun wir die Konsole mal wieder weg und schauen, was als nächstes kommt. So, genau. Der kommt weg. Ja, das ist auch was ganz Interessantes, aber wieder was komplett anderes. So, Sega, eine wahrscheinlich der unbekanntesten Konsolen, musst du ein bisschen zurückstellen, denke ich, sonst kippelt die vorne rüber. Noch weiter zurück, oder? Ja, so hat man es gut im Bild. Ja, Sega Pico, auch eine ganz interessante Sache, reines Kinderspielzeug eigentlich. Wann kam der jetzt? 19, ja auch 94, glaube ich, in Amerika und in Europa. Sieht dann von der Verpackung her ein bisschen anders aus. Hier sieht man das sehr, sehr cool. Also das ganze System, was dahinter steckt. Ja, ich glaube, jetzt steht er relativ fest. Ja, der ist gar nicht so leicht vom Gewicht und ist ein ziemlicher Koloss, der Karton, gell? Es ist zumindest einmal die nächste Konsole, wo ich echt ein bisschen was zu sagen kann. Wie bereits gerade gesagt, ne? 94 US und PAL-Veröffentlichung. Das, was ihr jetzt hier im Bild seht, ist im Grunde genommen die US-Variante. Ist egal, ich finde den Karton tatsächlich schöner, aber der PAL wäre auch möglich, tatsächlich heutzutage ein bisschen schwerer zu finden. In Japan kam er schon 93. Ist halt eine Konsole von Sega, die man jetzt so eigentlich gar nicht erwartet hätte. Na, muss ich also ganz ehrlich sagen. Das ist, ich schiebe sie mal noch ein bisschen so rüber. Das kriege ich jetzt auch selber hin, da brauche ich dann keine Hilfe. Das ist tatsächlich, glaube ich, auch so eine Art Versuchsprojekt einfach gewesen, um so ein bisschen in den Lerncomputermarkt reinzukommen. Das System finde ich eigentlich nicht schlecht, das ist interessant. Ihr seht das hier auch schon im Bild. Die Module, die sind relativ groß.
Die werden dann bei dem aufgeklappten Gerät eingesteckt. Ja? Dann hat man da seine Light Pen unten rechts hängen und kann auf dem gelben Feld malen, zeichnen, schreiben, bewegen, Pfeile und so weiter und so fort. Also das heißt, man steckt womöglich das Spiel ein, kann die Seite blättern und am Bildschirm wird dann ebenfalls geblättert. Also das heißt, man kann wie so ein Buch das durchblättern, aber halt auch durchspielen. Ist ein bisschen schwer zu verstehen, müsste man vielleicht mal im laufenden Zustand sehen oder am besten ihr holt euch das Teil in die Sammlung. Ich kann es nur empfehlen. Ich glaube, ich habe das Ding seit, boah, ich müsste lügen, seit 99 oder so, keine Ahnung, auf jeden Fall schon ziemlich lange. Deswegen, ja, sieht es halt leider auch schon ein bisschen mitgenommen aus an der OVP, aber egal. Fakt auf jeden Fall, ein cooles System, hat sich nicht durchgesetzt. In Japan war es ein bisschen, ja, doch erfolgreicher kann man definitiv sagen. Man findet auch viel, viel mehr Spiele. Ne? War auch unter anderem, Sega war meiner Meinung nach immer Vorreiter in vielen Punkten, ja, nicht nur in diesem, dass es die erste Konsole war mit einer Touch-Steuerung. Also das hat man vorher so nicht gekannt. Es hat zwar ein Lightpen auch schon gegeben, zu Zeiten des Vectrex und so in den 80ern, aber nicht in dieser Perfektion und Art und Weise, wie es jetzt der Pico macht. Ne? Wirkt die Spiele, relativ groß die Module, ne? Sind in so Pappverpackungen damals veröffentlicht worden. Findet man, ist allerdings absolut keine Massenware, also muss man schon echt ein bisschen stärker danach suchen. Ist so ein Mix irgendwie aus Disney-Spielen, also viele Lizenzspiele, ja, Pooh Bear, irgendwie Pocahontas, König der Löwen, was weiß ich, lauter so Zeug, aber auch Sega-eigene Spiele wie Echo the Dolphin und. Also es gibt schon einiges. In Japan braucht man gar nicht drüber reden, da ist die Palette so breit, also ich glaube, da gibt's fünfmal, wenn nicht sogar fast zehnmal so viele Spiele wie in USA und Europa. Nur so nebenbei. Ne? Die Farbe der Module sagt ein bisschen was aus, wo sie herkommen. Also die gelben sind meistens, ja, das seht ihr leider nicht, weil so weit geht die Kamera jetzt nicht runter. Ich könnte sie mal kurz runterstellen, aber schauen wir mal. Seht. Ja, da unten seht ihr die Module. Ne? Die roten sind eher so US, grünes habe ich tatsächlich selber noch nicht gesehen. Und die PAL, so wie es auch hier im Hauptbild drinnen ist, ja, das ist meistens gelb gewesen. Ja, ich könnte euch jetzt noch weiteres erzählen über das Fullset oder so, aber ich habe mich jetzt tatsächlich bei zwei Konsolen schon verquatscht. Ich muss jetzt ein bisschen schneller sein. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. So, okay. Dankeschön. Oh ja, okay, gut, gut. Ein sehr schönes, sehr exklusives Gerät. Genau, der ist so riesig, der Karton, den kann man so draufstellen. Der dürfte hoffentlich nicht runterkippeln. Ja, was soll ich zum Neo Geo noch groß sagen? Also, ich meine, das Gerät sollte jedem bekannt sein. Kam früher auf den Markt, als manch einer denken würde, nämlich zwischen 90 und 91. Es gibt Japan-Geräte, US-Geräte, teilweise auch echt PAL-Geräte. Das unterscheidet sich allerdings so ein bisschen im BIOS. Ja, also das heißt zum Beispiel, wenn du es jetzt wirklich uncut haben möchtest, ja, also die Neo Geo Spiele, was es jetzt noch immer sein soll für ein Spiel. Rot, Blut zum Beispiel, hat man ehrlich nur bei der Japan-Version. Ja, andersfarbig, also grau, grün oder gar nicht vorhanden, ist es eher bei der US- und bei der EU-Version. Man kann da das BIOS verändern oder so, würde ich persönlich jetzt nicht machen, weil ich möchte nicht, ja, in die Konsole eingreifen. Also wenn, dann hole ich mir gleich die japanische Variante, ist meiner Meinung nach eh die bessere, auch preislich gesehen. Wir könnten das ganze Ding mal kurz umdrehen, weil da hinten dürfte man nämlich noch einiges sehen, je nachdem, welche du jetzt da erwischt hast. Ja, das ist perfekt. Nämlich, also wie Neo Geo aussieht, das wissen wahrscheinlich die meisten, dass das Modul, was da reingesteckt wird, fast genauso groß ist wie die Konsole selber. Das wissen wahrscheinlich auch die meisten. Was man da oben jetzt sieht, ist das New Style Board. Ja? Also früher war das Board eher so rechteckig, jetzt ist es halt abgerundet worden. Das ist die Zweitauflage. Viele schauen beim Neo Geo halt auch auf eine sehr niedrige Seriennummer, entzieht sich immer noch meinem Interesse irgendwo, weil ich meine, dass die Bildqualität, die da einen Ticken besser sein soll, ehrlich gesagt über ein vernünftiges RGB-Kabel hier auch nicht schlechter ist. Also in dem Fall, bei dieser Box geht es tatsächlich um, ja, den Controller an sich. Also das sieht man hinten, New Style Board, ja. Es wird irgendwann, so viel kann ich euch verraten, ich habe nicht nur ein Neo Geo, es wird noch das andere Exemplar kommen. Was ist noch interessant zu wissen? Ach ja, doch, auch noch ein Punkt, fällt mir gerade noch ein. Es ist die erste Konsole, die einen Memory Card Slot geboten hat. Ne? Also ich habe die Memory Card noch nie gebraucht, ganz ehrlich. Ihr seht die auch da unten rechts im Bild, ne? Also hier.
Ja, ein oder zwei Stück sind hier in der Sammlung. Wie gesagt, benutzt habe ich sie noch nie, aber noch vor PlayStation und allen anderen war dies die erste Konsole von Holy Grail und was die Spiele heutzutage alle kosten und wert sind, da brauchen wir jetzt nicht mit anfangen. Deswegen tun wir die Konsole jetzt erstmal wieder weg, um quasi ein bisschen Zeit zu sparen. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. Ah, okay, ja, perfekt. Also das hättest du jetzt nicht besser auswählen können. Stellst du es gleich so rum drauf. Was haben wir jetzt hier? Genau das, was ich gerade gesagt habe. Man sieht die Konsole wieder in der Mitte, ein bisschen kleiner als eben und darunter das Arcade-Board, aber das alte. Ja, eckig, meiner Meinung nach tatsächlich das Bessere von der Funktion her, aber ansonsten an sich dasselbe. Also ältere Auflage, niedrigere Seriennummer haben wir hier. Das andere, was wir gerade gesehen haben, war halt ein neueres Modell. Von der Konsole her unterscheidet es sich eigentlich nicht. Alles andere hatte ich gerade eben schon gesagt. Dann können wir die auch runter tun. Das war jetzt wirklich perfekt. Ja, also alle, die exklusiv sammeln wollen, kaufen sich tatsächlich mal Neo Geo, kann ich jedem ans Herz legen. War zwar damals auch schon für die eher gut betuchten Sammler und Spieler gedacht, ne, weil die Spiele auch damals echt schon teuer waren, aber heutzutage geht das in Regionen. Naja, schaut einfach mal auf eBay oder googelt mal ein bisschen danach, solltet ihr es wirklich nicht wissen, da werdet ihr teilweise erschrecken. Aber gut, jetzt lassen wir mal die nächste Konsole kommen. Ja, und ich sehe es auch schon kommen, den Klopper. Ja, da hat Bill Gates ganze Arbeit geleistet. Das Ding ist nämlich echt schwer. Also eine der schwersten Konsolen, die wir definitiv da haben. Super tolles Artwork. Geil, ne? Da ist nicht viel im Bild, was nicht da reingehört. Dankeschön. Ja, was lässt sich denn dazu sagen? Die meisten haben es ja eh schon gesehen, das Zeichen oben rechts, ne, ist halt eine Xbox Classic, also allererste Version der Konsole. Drehen wir das Ganze mal gleich um. Ich meine, das Artwork von der Kasumi von Dead or Alive ist super toll, aber ja, okay, hinten sehen wir auch nicht mehr, das hätten wir uns tatsächlich sparen können, aber egal. So stellen wir es jetzt nochmal hin. Genau. Ja, also das ist jetzt wieder genau der Fall, was ich gerade gesagt habe. Es ist irgendwo schon fast lieblos, ne? Also wirklich nichts Besonderes. Da die drei Bildchen da und dann ein bisschen schwarzer Text auf weißem Grund. Naja, egal, was ist das genau? Es ist halt, wie gesagt, aus der Generation 6, ne? Wir sind also wirklich schon in der sechsten Konsolengeneration, 2001, eine allgemeine Classic Xbox, Bill Gates, Weg in die ja, Konsolenwelt sozusagen. Klar, gehört nicht zu den ersten Modellen, kam ein bisschen später, ist ja eine Limited Edition, gab es wieder mal nur in Japan. Was ich sehr bemerkenswert finde, ist tatsächlich der damalige Verkaufspreis, weil der lag ungefähr bei 22.800 Yen. Das erwähne ich halt wirklich jetzt speziell, weil ich es einfach krass finde, wie sich halt auch die Preise entwickeln. Ich meine, ich weiß, für mich als Sammler ist das auch so, der Preis ist nicht das Maßgebende, ja. Aber trotz alledem, für alle, die es nicht wissen, ja, dass man die Yen so ein bisschen umrechnen kann, ja, so im Prinzip 1000 Yen, darunter brauchen wir eigentlich nicht anfangen, bewegen sich ganz, ganz, ganz grob zwischen 6 und 7 Euro, je nachdem, wie der Kurs gerade steht, ne? Somit ist dann natürlich logisch, dass wir bei 10.000 Yen uns irgendwo bewegen zwischen 60 und 70 Euro. 20.000 Yen, ne, sind wir dann irgendwo, ja, bei 140 Euro sage ich jetzt mal und 22.000 Yen. Also ihr könnt euch ungefähr selber ausdenken, ne? Um die 150, lass es 170 Euro sein. Vielleicht war der Yen damals so stark, ich weiß es nicht. Das Ding ist heute, mal davon abgesehen, im guten Zustand und vollständig, glaube ich, über 1.000 Euro wert, ne? Also mal so für die Spekulanten oder die Leute, die halt gerne Werte und Preise hören, ist eine ganz coole Sache, ne? Es gibt nur 5.000 Stück davon, was ich super mega finde. Die Konsole ist blau. Ne? Das geht tatsächlich jetzt von dem Karton her nicht aus. Ne? Mein eventuell steht es irgendwo, aber Japanisch kann ich auch nicht. Auf jeden Fall blau sieht richtig schön aus. Ist schon fast so eine Art leichtes Transparent. Dabei ist auch so ein Cushion, also so ein Kissen. Ja, von der Kasumi ist halt von Dead or Alive. Das Spiel, denke ich, kennt jeder seit der PlayStation 1. Ist halt einfach so eine der bekanntesten Damen aus dem Spiel. Deswegen hat man sich wahrscheinlich für sie entschieden. Das ist ein Teil, was oft fehlt. Dann ist das Spiel dabei, ne? Dead or Alive Ultimate. Da sind halt beide Teile drin, so schön verpackt in einem Pappschuber, in einem Hartpappeschuber, sowas, was man heutzutage eigentlich nicht mehr bekommt. Ja, plus natürlich der Controller, einer allerdings nur, nicht zwei, auch in der schönen Farbe Blau. Ja, und für mich definitiv eine der schönsten Xboxen, vor allem
Wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, eine der schönsten Xboxen, die man überhaupt noch bekommen kann. Ja, also wenn man jetzt mit einer Panzer Dragon Order Xbox oder so einer Mountain Dew oder so anfängt, ich glaube, da braucht man gar nicht drüber reden. Aber okay, so viel dazu. Wieder eine Xbox weg. Schauen wir, was als nächstes kommt. So, dann die bitte wieder weg. Nächste Teil. Ja, okay. Gut. Ein ganz kleines, leichtes Ding, aber schön. Sieht man gut, ja. Die PS1. Ja, ich glaube, da gibt es wirklich nicht viel dazu zu sagen, weil die PlayStation ist tatsächlich fast jedem bekannt. PlayStation 1, ne, kam 94, 95. Die PS1 kam um 2000 rum. Irgendwann hat man sich dann noch dafür entschieden, an das kleine Ding, wie ihr das hier im Bild ja seht. Können Sie auch eventuell auch die noch mal kurz umdrehen, aber auf der Front sieht man es zumindest schon mal. Ne? Die hat einen LCD-Monitor dran, ne? So einen kleinen. Den gibt es auch. Ah, okay, kannst wieder umdrehen. Ist egal, da ist überhaupt nichts zu sehen. Das lohnt sich gar nicht. Also von dem her alles gut. Also die gab es halt auch einzeln, ne? Diesen Monitor. Oder halt eben als Kombogerät, so wie es jetzt hier auch draufsteht. Es ist meiner Meinung nach, nagelt mich bitte nicht fest, aber ich meine, die sieht in Europa PAL also fast identisch aus wie hier. Das ist jetzt eine Japan-Version, ne? Ihr wisst ja, ich bin ja mehr so Japan-affin. Auf jeden Fall ja, Konsole der Generation 5, ne? Also eine vor der Xbox halt, ne? Vor der Xbox Classic, klar, logisch. Ja, was soll ich zu dem Ding sagen? Ich habe viel Zeit mit der PlayStation verbracht, aber es geht halt jetzt nicht um die PlayStation 1. Zur Zeit der PS1, als dieses Slim-Ding halt auf den Markt kam, war ich eigentlich bei der PlayStation schon so weit raus. Von dem her, ich habe tatsächlich auch nie mit so einem Bildschirm gespielt. Wenn ich mich nicht komplett verhaue, ist da, glaube ich, sogar ein Anschluss dran für einen Zigarettenanzünder, sodass man das Ding auch im Auto unterwegs gebrauchen könnte. Ich glaube, die zieht auch nicht so viel Strom wie das alte, dicke Modell noch. Aber egal, auf jeden Fall, den Bildschirm selber, ne, den habe ich leider nicht in meiner Sammlung. Gott sei Dank, aber eben dieses Kombi-Pack. Ja, viel mehr gibt es dazu eigentlich auch nicht zu sagen, weil jeder kennt die PlayStation, cooles Ding. Ich freue mich auf die nächste Konsole, schauen wir, was als nächstes kommt. So, weg mit dem Ding, genau. So, was kommt dann? Ja, gut, da sehe ich schon. Auch wieder ein sehr cooles Gerät, gute Wahl. Stell den mal rein, genau. Ja, da kann ich euch definitiv auch noch mal ein bisschen was erzählen. Der steht echt gefährlich, ne? Weil er halt der Deckel quasi nur auf Styropor aufgelegt ist. Ja, schwierige Sache, weil also das Ding überhaupt in OVP zu finden ist schon gar nicht so einfach. Ein Punkt, was den meisten tatsächlich wahrscheinlich nicht auffällt, das ist aber wirklich Fakt. Ihr seht da oben im Video, also im O, ne, seht ihr eine 2. Das ist nämlich tatsächlich der Saber Videoplay 2. Es gibt auch noch einen 1er, der hat dann ein da unten, ne, so schön 70er, 80er Jahre mäßiges Bild. Das sieht da ein bisschen anders aus mit einer anderen Frau und einem anderen Mann. Im Grunde genommen ist das Gerät relativ ähnlich. Also das Einzige, was mir bekannt wäre, ja, also von diesen Joystick-Pedals, ja, was. Ihr seht ja, was sie da in der Hand haben, ne, die Controller. Das Einzige, was mir da bekannt ist, die sind etwas anders. Ja, also fest verbunden mit der Konsole immer noch, aber warum ausgerechnet diese Konsole noch in zweiter Version auf den Markt kommen musste, weiß ich nicht. Vor allem, das Ganze ist ja ursprünglich Fairchild Channel F, also zumindest ja, USA, amerikanisch, ne, betrachtet. Bei uns hieß sie halt Saber Videoplay, aber die Lizenz wurde halt noch an deutlich mehr andere Firmen vergeben. Ja. Also die Saber, so wie ihr jetzt hier im Bild seht zum Beispiel, ja, da gab es 20 Spiele, die sind auch wirklich durchnummeriert, die existieren auch wirklich alle. Dann gab es das Ganze auch noch von Nordmende. Nordmende dürfte man eventuell kennen, noch von diversen Fernsehern, die man damals gehabt hat. Das Ganze lief dann halt unter Nordmende Teleplay. Dann gab es das Ganze auch noch als ITT, ja. Also Telematch-Prozessor ist auch nochmal im Grunde genommen dasselbe. Da sehen die Spiele ein bisschen anders aus von den Verpackungen. Aber umso weiter man sich jetzt da reinarbeitet, desto seltener wird die ganze Sache auch. Also Saber kriegst du eigentlich überall noch hinterhergeschmissen. Nordmende in den letzten Jahren ein bisschen mehr aufgetaucht. ITT, fast
fast unmöglich und nagelt mich jetzt nicht fest, was es da eventuell noch alles an weiteren Lizenznehmern gab, keine Ahnung. Auf jeden Fall Fairchild Channel F ursprünglich so in USA auf den Markt gekommen. Das Ganze 1977, ja. Was dabei auch noch ganz interessant ist, es war halt tatsächlich durch die zweite Konsolengeneration, ne, von der wir hier reden, die erste Konsole mit tauschbaren Modulen. Alles andere lief ja eher so über die Pong-Richtung, wo man halt quasi ein fest integriertes Spiel hat und das war's, ne. Also da dann wirklich, ihr habt es vielleicht auch gesehen beim SHG Blackpoint und so, also da dann wirklich groß was zu wechseln, war halt zu der Zeit einfach nicht der Standard. Da ging es dann wirklich in die neue Ära hinein, wo dann eben auch Atari kam und so weiter und so fort. Aber das muss man fairerweise auch noch sagen, es bewegte sich ja alles sogar noch vor meiner Geburt. Also hier sieht man erstmal wieder, wie alt wir mittlerweile schon sind, oder zumindest ich, ne? Aber okay. Achelte 80er, 70er Jahre Konsole, perfekter Mix bisher. Schauen wir mal, was als nächstes kommt. So, dann diese bitte wieder weg. Und die nächste her. Okay, ich sehe es schon, da müssen wir mal schauen, weil eventuell muss man die ein bisschen höher stellen, dass man was sieht, aber ach nö, das geht irgendwie schon. Ja, passt. Dankeschön. Die brauchen wir auch nicht umdrehen, das weiß ich jetzt schon, dass das keinen Sinn macht, weil es halt hinten schlicht und einfach nichts zu sehen gibt. Ist aber ein echt geiles Gerät, wo ich erst gestern wieder gefragt wurde von einem Kumpel, der hier zu Besuch war, was ist denn das eigentlich? Ja, wenn ihr das auch nicht wisst, möchte ich euch das kurz erklären. Der Twin Famicom ist im Grunde genommen, wie der Name schon sagt, Twin, die Kombination aus dem normalen Famicom, also dem japanischen NES und dem Famicom Disk System, ja, also wo halt die Spiele dann nochmal extra auf Diskette veröffentlicht wurden. Dafür hat man ja vorher zwei Geräte gebraucht, die man zusammengesteckt hat. War okay, hat eine Zeit lang sicherlich funktioniert. Ich meine, das Ganze war ja schon 1986. Aber dann hat Sharp die offizielle Lizenz bekommen von Nintendo, um eben diese Geräte entwickeln zu dürfen. Es gibt, wenn ich mich nicht komplett verhaue, so aus meiner Erfahrung heraus, vier Farben, also von Schwarz über Rot und so weiter und so fort. In erster Linie unterscheiden sich die Farben aber tatsächlich vom Karton, also zum Beispiel Gelb, Rot, Schwarz und so weiter. Die Geräte selber, die Gerätefarbe, da gibt es meiner Meinung nach nur zwei, aber egal. Die unterscheiden sich aber auch wiederum bei den 505, den ihr jetzt hier im Bild seht. Das ist schon wieder ein etwas moderneres Gerät, ne? Der hat zum Beispiel schon Turbopads gehabt, die waren dann auch absteckbar. Ja, das ging halt bei nicht jedem der Geräte. Da waren die halt immer fest, die Controller. Ja, ähnlich auch wie bei dem Saber eben. Was halt auch ein Riesenpunkt war, man konnte, also nicht nur, dass das Ding ja Twin war, also man beides reinstecken konnte und alles ohne Probleme lief, man konnte halt auch über AV schon anschließen. Ja? Also beim NES ging es auch, beim Famicom ganz früher ging es halt eben nicht. Man hat natürlich am Ende dann ein besseres Bild und einen besseren Ton gehabt. Ja? Leider bei den Twin Famicom Geräten ist meistens dieser Belt, also dieser Gürtel, dieser Gummi kaputt. Ja, ich meine, ich bin wie gesagt jetzt nicht der super Ultra-Handwerker oder Reparateur oder was, aber kann man sich, wenn man da ein bisschen bewandert ist, relativ leicht wechseln. Dann läuft das Gerät auch meistens, aber das ist halt so ein Verschleißteil, der wird einfach porös, der reißt, ist kaputt, Thema erledigt. Ne? Trotz alledem, super schönes Gerät, kann ich auch wirklich bloß empfehlen. Weil es gibt wahnsinnig viele Famicom-Spiele, also deutlich mehr auch als NES-Spiele. Und ich rede da nicht einfach nur von doppelt so viel. Ich glaube, wir bewegen uns da sogar irgendwo im dreifachen Bereich. Plus eben die Disk-System-Spiele, ja, die auch ziemlich cool sind. Allerdings ist da die Menge überschaubar. Ja, was soll ich sagen? Schöne Konsole der 80er Jahre. Es gibt tatsächlich noch einen Famicom-Titler. Das möchte ich so nebenbei auch noch erwähnen. Das Gerät besitze ich allerdings noch nicht in meiner Sammlung. Vielleicht kommt es irgendwann nochmal rein in die Collection, dann werdet ihr es auf jeden Fall sehen. Aber in diesem Sinne, Famicom weg, kommen wir zum, wenn ich mich nicht verrechnet habe, neunten Gerät schon. So, bitteschön den Famicom dann wieder weg. Genau. So, habe ich mich nicht verzählt. Jetzt kommt die neunte Konsole, genau. Ah ja, okay, ein sehr aktuelles, modernes Gerät. Ich glaube, da halte ich mich sehr, sehr kurz. Xbox Series X, ja.
kurz in eigener Sache, ich bevorzuge halt mehr die Microsoft-Konsolen als die Sony-Konsolen. Das sollte bekannt sein, allein wegen dem Gamerscore. Die Series X, ja, die ja noch überall in den Läden steht, meiner Meinung nach eine tolle Konsole, macht das wieder richtig, was die One halt falsch gemacht hat. Es wird halt schon versucht, hier irgendwie in die Richtung digital zu gehen, ne? Also die weiße ist, glaube ich, wie nennt sie sich genau, speziell die All Digital oder was. Ja, die hat halt dann eben kein Laufwerk mehr. Die schwarze, die ich natürlich bevorzuge und die ihr jetzt gerade im Bild seht, die hat ein Laufwerk. Ja, ich finde tatsächlich ab und zu die Zeit, auf dem Ding noch ein bisschen zu spielen. Es soll ja auch, ja, laut Medien zumindest, die grafisch und überhaupt technisch ausgereiftere Konsole und stärkere Hardware sein im Vergleich zur PS5 direkt. Aber ja, was soll ich euch zur Series X erzählen? Die meisten werden es wahrscheinlich eh zu Hause stehen haben. Deswegen, wir können noch einmal kurz umdrehen, wie sie hinten aussieht. Aber dann tun wir sie auch wieder weg. Ja, Power Your Dreams, okay. Ja, das Ganze sieht ja auch cool aus, aber hauen wir sie weg. Ne? Da gibt es nicht mehr dazu zu sagen. Kommen wir zum letzten Gerät. Und dann kommen wir sogar bei meinem Zeitfenster fast genau hin. Da werden wir das Ganze vielleicht mal kurz hochstellen müssen, aber ja, dreh mal so um, boah, das ist die Rückseite, genau. Ein Dreamcast mal wieder, ja, lass es so stehen, das passt eigentlich perfekt ins Bild und das ist eine der unspektakulärsten OVPs überhaupt, was die Dreamcast-Konsolen angeht. Vom Dreamcast gibt es in Japan, also mal wieder fast nur in Japan, ja, sehr viele Limited Editions. Ihr habt auch wenn ich mich da jetzt nicht mehr festlegen könnte, welche ich euch schon gezeigt habe, auf jeden Fall einige in meinen Konsolenvideos jetzt hier schon gesehen. Wie gesagt, der R7 von der OVP nicht sonderlich cool. Die Konsole selber sieht aber sehr schön aus, ist in schwarz. Es gibt von der R7 tatsächlich zwei Auflagen, das wissen die meisten nicht. Deswegen unterscheiden sich auch oft die eBay-Angebote. Die erste Regulation 7-Version war halt eher so die, die für Pachinko-Saloons gedacht war, also eher so zum Netzwerkspielen. Ich meine, ihr kennt eventuell Pachinko oder ihr kennt es vielleicht auch nicht. Das ist diese andere populäre Arcade, Geldspiel, wie auch immer, Sucht in Japan halt, ne, also die, wo ihr überall im Land halt wirklich große Saloons voll mit den Dingern eins neben dem anderen stehen seht, ne? Also so als klare Konkurrenz, sag ich mal, zu den normalen Candy Caps, also irgendwelchen Astro City, Egre 2 und was weiß ich Automaten, die ich persönlich tatsächlich wirklich massiv bevorzuge. Was soll ich sagen? Also wer es genauer sehen will, der bemüht am besten mal Google und schaut sich mal an, wie in Japan die Teile wirklich aussehen. Das sind so Arcade-Geldspielautomaten, wo allerdings nicht direkt mit Geld gearbeitet wird, sondern mit so kleinen Metallkügelchen, die man wiederum dann, wenn man sie gewinnt, eintauschen kann gegen irgendwelche Preise und so weiter. Ist eigentlich ein ganz interessantes System. Liegt, glaube ich, ja, wie soll ich sagen, an irgendeinem Glücksspielverbot oder sowas in Japan, aber nagelt mich da jetzt bitte nicht fest, weil so genau weiß ich das nicht. Fakt auf jeden Fall, ich habe die Version 2, ja, also die im Grunde genommen für private Zwecke, die unterscheidet sich dann auch noch ein bisschen von der Software, die beigelegt ist, aber von der Konsole sieht sie eigentlich genau gleich aus, ne? Eben schön in schwarz, mit schwarzem Controller, aber viel mehr ist da halt auch nicht dabei. Ich selber habe das Ding nie benutzt, die ist genauso wie Hello Kitty, wie Sakura, wie weiß Gott was, andere Konsolen halt einfach nicht benutzt, weil ich benutze nur die Standardweiße. Kann man am wenigsten kaputt machen, außer dass sie vergilbt. Ja, aber in dem Sinn, wir haben tatsächlich es wieder geschafft. 10 Konsolen sind wir durch. Ich freue mich, weil es sind wieder 10 Konsolen, die ich wegräumen kann. Es sind wieder 10 Konsolen, die ich euch vorstellen konnte. Ich freue mich echt riesig auf das nächste Video. Ich bin gespannt, was da dann kommt. Ich versuche, euch nicht zu lange warten zu lassen. Ich hoffe ebenfalls, es hat euch wieder ein bisschen Spaß gemacht, das hat euch gefallen, ihr habt vielleicht wieder was gesehen, was ihr selber jetzt unbedingt haben wollt und was ab jetzt auf eurer Wanted-Liste steht. Oder ihr habt Sachen gesehen, die ihr einfach nicht gekannt hattet, besonders cool findet, aber trotzdem nicht braucht. Wie auch immer es sein mag, ich würde mich freuen über einen Like von euch. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder mich mit Kommentaren zubombt, seien es Lob und Kritik, konstruktiv immer gern gesehen. Sei es einfach bloß eine Frage oder was auch immer, nur her damit, ne? Ja, ein Abo könnt ihr natürlich auch da lassen, dann nähern wir uns dem Gewinnspiel wieder ein bisschen an, was ich allerdings bezweifle, dass dieses Jahr noch kommt. Ja, wie gesagt, in dem Sinne, ich wünsche euch was, ich hoffe, ich sehe euch beim nächsten Neuzugänge- oder Konsolenvideo wieder und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Euer Phil, macht es gut, ciao, servus.